Herzlich willkommen. Ich spreche zu Ihnen aus Rom. Herzlich willkommen, wo auch immer Sie sich im Moment befinden. Mein Vortrag behandelt zwei Texte, das Gesetz und den Erwählten. Und zwar möchte ich beide Werke aus der Perspektive des Exils betrachten. Also es sind beides Exilwerke, so lese ich sie, nicht nur, weil sie im Exil entstanden sind, sondern weil beiden Werken das Thema Exil und die Problematik des Exils zutiefst eingeschrieben ist, meiner Meinung nach. Ich werde also beide Texte unter diesem Aspekt lesen und Ihnen diese Lesart vorschlagen. Moment, ich mache nur schnell den Bildschirm frei. Okay. So, kann man das alles sehen? Ja, Gut. Gut. Also, beide Texte werde ich nach Aspekten befragen und Unteraspekten betrachten, die beiden Werken gemeinsam sind. Und zwar sind dies die Elemente oder Themen Identitätstrouble, also unsichere Identität, Hybridität, Aussetzung, Flucht, Wanderung, Auswanderung, poröse Grenzen, vage Topografien, Polyphonie und Fluidität von Raum und Zeit, Ortlosigkeit und Obdachlosigkeit. Ich beginne mit dem Gesetz, erster Teil. Und zwar erster Punkt, unsichere Identitäten. Seine Geburt war unordentlich, lautet der erste Satz der 1943 im amerikanischen Exil entstandenen Moses-Erzählung „Das Gesetz“, die eine ebenso kühne wie provozierende Umschreibung des alttestamentarischen Mythos darstellt. Das Unordentliche beginnt damit, dass Thomas Manns Moses nicht, wie in der alttestamentarischen Überlieferung, das Kind von Amram und Jochebed aus dem Stamm der Leviten ist, sondern Sohn einer ägyptischen Pharaonentochter und eines hebräischen Fremdsklaven, der unmittelbar nach dem durch die Prinzessin erlittenen sexuellen Missbrauch erschlagen und verscharrt wird. Moses Biografie erscheint somit von allem Anfang an bestimmt durch Machtstrukturen, soziale Hierarchien und Gewalt. Ebenso aber ist sie gekennzeichnet durch eine unsichere, uneindeutige Identität, und Moses außerhalb der Ordnung stehen, macht sein Leben zu einem nicht nur geografischen, sondern vielmehr existenziellen Exildasein, zu einem Exil der Identität. Am Anfang seines Lebenswegs steht die Aussetzung auf dem Wasser, die nicht wie in der alttestamentarischen Überlieferung mit der vom Pharao angeordneten Tötung aller neugeborenen hebräischen männlichen Kinder in Zusammenhang steht. Diese Episode wird im Gesetz ausgesperrt. Die Aussetzung des Moses ist hier vielmehr durch die Unordnung seiner Geburt bedingt, die es zunächst unmöglich macht, in der Welt einen Ort für dieses unbestimmte Kind zu finden. Das zweite Kapitel der Erzählung berichtet in geraffter Form Moses Geburt, seine Aussetzung durch die Hofdamen der Prinzessin, seine Auffindung durch dieselben und seine Adoption durch Jochebed und Amram aus dem zur Zeit der Erzväter emigrierten und im Distrikt Gosen oder Goschen ansässigen Stamm Levi. Auf das für die Erzählung zentrale Thema der unbestimmten bzw. nicht bestimmbaren Herkunft und Identität wird im ersten Satz dieses zweiten Kapitels erneut explizit hingewiesen, und zwar in Form der rhetorischen Figur des Chiasmus, also Überkreuzstellung, der sich besonders zur prägnanten Formulierung gegenläufiger Aussagen eignet. Sein Vater war nicht sein Vater und seine Mutter war seine Mutter nicht. So unordentlich war seine Geburt.
Die hebräischen Pflegeeltern sind denn auch in Verlegenheit, wie sie das fragliche Kneblein nennen sollen, und geben ihm schließlich den ägyptischen Namen Moses, was Sohn bedeute. So war er ein Sohn, ganz einfach, fragte sich eben nur wessen. Auch später, als Moses in Theben ein sehr feines Internat, also eine Art Eliteschule, besucht, weil seine leibliche Mutter, die Prinzessin, ihn zum Ägypter erziehen will, verfolgt ihn die Unregelmäßigkeit seiner Herkunft, wegen der er von seinen Mitschülern gemobbt wird. Und auch seine Pflegegeschwister Miriam und Aaron spielen ihre eigene identitätsgesicherte Position als echte Kinder des Levi-Enkels Amram gegen den, wieder Zitat, Findling aus dem Schilf aus. Das Problem der fragilen Identität betrifft jedoch nicht nur die individuelle Biografie der Person Moses, sondern reflektiert sich auf einer kollektiven Ebene im Volk Israel, das als, Zitat, konfuse, entwurzelte, versklavte Sippen ihrer selbst nicht hingänglich bewusst beschrieben wird. Gerade infolge des Mangels einer identitätsstiftenden, einheitlichen Religion ist es für den von Moses verbreiteten, neuen und durch die Grundelemente Auserwähltheit, Ausschließlichkeit, also Monotheismus und Bildlosigkeit charakterisierten Glauben empfänglich. Vor allem auch deshalb, weil sich mit ihm, mit diesem Glauben, von Anfang an die politische Idee der Befreiung aus der ägyptischen Fron und der Auszug aus Ägypten verbindet. Aus dieser Perspektive thematisiert das Gesetz mit offensichtlichem Bezug auf die großen kulturhistorischen Studien Freuds den anthropologischen Prozess von sich konstituierenden Identitäten als fundamentaler Evolutionsstufe sowohl des Individuums als auch der Menschheit. Im Falle von Moses konstituiert sich diese Identität durch seine Vision, die einem Kunstwerk gleichkommt. Als Bildhauer, so wird er wiederholt dargestellt, als Bildhauer meißelt und formt er das Volk Israel. Als Erfinder der Schrift erscheint er als Prototyp des Schriftstellers, der seiner Leserschaft die universale ethische Botschaft vom, Zitat, ABC des Menschenbenehmens vermittelt. Nächster Punkt, Hybridität. Eng mit dem Thema unsichere Identität verknüpft, erscheint die in Moses angelegte, von ihm selbst als ambivalent erfahrene ägyptisch-hebräische Hybridität, die ein ganz wesentliches Element in Manns Umschreibung des Moses-Mythos darstellt. Thomas Mann ist dabei nicht der Erste, der die Herkunft des Moses, dieser mit dem Gründungsmythos des Volkes Israel aufs engste verknüpften Figur, modifiziert. Nur wenige Jahre vorher hatte Sigmund Freud 1939 in seinem letzten zu Lebzeiten veröffentlichten Buch »Der Mann Moses und die monotheistische Religion« die überraschende These aufgestellt, Moses sei ein Ägypter gewesen. Freud war sich der Brisanz und Implikationen seiner These durchaus bewusst, wenn er im Eingangssatz schreibt, einem Mann, einem Volk, den Mann abzusprechen, den es als den Größten unter seinen Söhnen rühmt, ist nichts, was man gern oder leichthin unternehmen wird, zumal, wenn man selbst diesem Volke angehört. Möglicherweise wurde Freuds in vielen, gerade auch jüdischen Kreisen, als überaus provokant empfundene These durch einen von Freud hochgeachteten Zeitgenossen angeregt, den in Wien lebenden jüdischen und heute zu Unrecht so gut wie vergessenen Sozialphilosophen und Schriftsteller Josef Popper Lynkeus, ein Onkel des Philosophen Karl Popper.
In Popolinkeus 1899 erschienenen und großes Aufsehen erregenden Erzählsammlung Fantasien eines Realisten findet sich eine Geschichte mit dem Titel Der Sohn des Königs von Ägypten. Denn als solcher erscheint hier Moses und seine Mutter ist bei Popolinkeus genau umgekehrt im Vergleich zu Thomas Manns Gesetz, die Hebräerin Jochebed. Nicht nur Freud gehörte zu den Lesern von Popolinkeus, sondern mit größter Wahrscheinlichkeit auch Thomas Mann. Und die Idee einer hybriden Herkunft seines Moses könnte auf Popolinkeus zurückgehen. Im Gesetz wird diese gemischte Herkunft auf mehreren Ebenen verhandelt. Zunächst auf jener einer gegeneinander konkurrierenden väterlichen bzw. mütterlichen Identität. Die bereits erwähnte Absicht seiner leiblichen Mutter, ihn nicht bei den Wilden zu lassen, sondern ihn zum Ägypter zu bilden, löst beim jungen Moses Abneigung aus, da, so der Erzähler, Zitat, das Blut des Verscharrten stärker in ihm war als sein ägyptischer Teil. Auf einer zweiten Ebene spielt die gemischte Herkunft im sprachlichen Bereich eine wichtige Rolle, denn Moses bewegt sich zwischen drei Sprachen. Die erste, die er lernt, ist das aramäische Syrokaldäisch seiner Pflegeeltern in Gosen. Beim Eintritt in die Schule in Theben wird dieses überdeckt vom gezwungenermaßen angeeigneten Ägyptischen. Als drittes Idiom kommt das midianitische Arabisch hinzu, das Moses während seines Aufenthalts in Midian lernt. Diese Mehrsprachigkeit bringt eine Grunderfahrung der Exilanten aller Zeiten mit sich, nämlich eine Form der sprachlichen Obdachlosigkeit, die der Erzähler im Gesetz sehr treffend beschreibt. Moses war so recht in keiner Sprache zu Hause und suchte in Dreien herum beim Reden. Das aramäische Syrokaldäisch, das sein Vater Blut sprach und das er von seinen Eltern gelernt, war überdeckt worden vom Ägyptischen, das er sich im Schulhause hatte aneignen müssen. Und dazu kam das midianitische Arabisch, das er so lange in der Wüste gesprochen. So brachte er alles durcheinander. Diese erneut labil und fragil konnotierte Mehrsprachigkeit bringt es auch mit sich, dass das Begriffsverständnis von Muttersprache relativiert werden muss, fällt diese doch im Fall von Moses eben nicht mit der Sprache der leiblichen Mutter zusammen. In seiner Hybridität liegt andererseits aber auch ein großes Potenzial, denn nur ihr verdankt sich die privilegierte Stellung am königlichen Hof, die es Moses ermöglicht, wiederholt mit Pharao, seinem Großvater, über den Auszug aus Ägypten zu verhandeln. Noch wichtiger erscheinen in diesem Zusammenhang die zahlreichen kulturellen Kenntnisse, die er während seiner ägyptischen Schulerziehung erworben hat und welches sein Bildungswerk am Volk, das sich erst zum Volk Israel entwickeln muss, überhaupt erst ermöglichen. In seiner Mission, diesem Kollektiv eine kulturelle Identität zu geben, spielen also die ägyptische Kultur und andere altorientalische Kulturen eine wichtige Rolle. Dritter Aspekt, Aussetzung, Flucht, Wanderung, Auswanderung. Moses ureigene Existenzform ist die der Flucht und der Wanderung. Die Grundvoraussetzung dafür liegt darin, dass Jakob und seine Söhne wegen einer Hungersnot aus Kanaan nach Ägypten emigriert waren und seitdem dort im Exil leben, eben im Land Gosen im östlichen Nildelta. Von vornherein steht Moses Existenz also unter der Schiffer eines sich über Generationen hinziehenden kollektiven Exils. Sein persönliches Exil beginnt mit der Aussetzung auf dem Wasser. Und sein ganzer weiterer Lebensweg ist gekennzeichnet durch Unstetigkeit und immer neuen Ortswechsel. Gerade in diesem Punkt unterscheidet sich Thomas Manns Umschreibung der Moses-Geschichte eklatant
von der biblischen Vorlage und ebenso von seinem eigenen Notizbuch, das Exzerpte aus verschiedenen Quellen und die Chronologie der Ereignisse enthält. In dieser Phase der Vorarbeiten findet sich noch keine Spur von Moses unstetem Wanderleben. Dieser Aspekt gewinnt offenbar erst während der Niederschrift an Bedeutung. Und es ist nicht schwer, gerade darin einen direkten Bezug zur eigenen Zeit und Exilexistenz zu erkennen. Immer wieder wird Moses als Wanderer oder Flüchtling dargestellt, der insgesamt 9-mal seinen Aufenthaltsort wechselt. Seine Lebensstationen sind Geburt in Theben, Kindheit bei den Pflegeeltern in Gosen, Schulzeit in Theben, Flucht aus der Schule nach Hause, er reist aus der Schule aus, zurück nach Gosen, hier Ermordung eines ägyptischen Aufsehers und deshalb Flucht nach Midian, als Erwachsener Rückkehr nach Gosen, Verhandlungen mit Pharao in Theben, Rückkehr nach Gosen und von hier Auszug aus Ägypten, Durchquerung des Sinai-Lands, Wüste Sur, Wüste Paran, Oase Kadesh in der Nähe der Berg Sinai. Insgesamt 10 Lebensstationen in Übereinstimmung mit der Zahl der 10 Gebote und vor allem in Übereinstimmung mit der von Thomas Mann bisher im Exil verbrachten Jahre 1933, 1943. Vierter Punkt, poröse Grenzen, verschwommene Topografien. Den Einwanderern aus Kanaan, die einst, Zitat, mit Erlaubnis der Grenzbehörde nach Ägypten gekommen waren, war damals der Distrikt Gosen angewiesen worden. Seitdem leben die Zugelassenen gewissermaßen als Immigranten mit Aufenthaltserlaubnis in einem transitären Raum, einem, Zitat, Übergangsland zwischen der Väterheimat und dem eigentlichen Ägypten. Diesem Element des Transitären korrespondiert eine Durchlässigkeit der ägyptischen Grenze, die Moses wiederholt dort passiert, Zitat, wo sie nicht fest war. Nicht nur die Grenzen sind fluid, sondern ebenso der Raum der Wüste, den Moses und die von ihm angeführten hebräischen Flüchtlinge während des Exodus durchqueren. Warum diese Wüsten verschiedene Namen hatten, war unerfindlich. Sie stießen dürr aneinander und war alles dasselbe steinige Fluchgebreite. 3 Tage lang und 4 und 5. Tausende dürsteten. Unter den Füßen die bare Trostlosigkeit. Ob es nun diejenige noch der Wüste Sur oder schon die der Wüste Paran war. Ebenso verschwommen und fluid ist die Einstellung des Volks zu Ägypten. Das polarisiert mal als Land der Fron, mal als Zuhause wahrgenommen wird. Diese Ambivalenz zeigt sich beim ersten großen Hindernis, das sich den Flüchtlingen bei ihrer Verfolgung durch die Ägypter entgegenstellt. Warum nicht Gräber in Ägypten, hieß es, darin wir friedlich zu unserer Stunde hätten eingehen können, wären wir zu Hause geblieben. Auf einmal war Ägypten zu Hause, da es doch sonst eine Fronfremde gewesen war. In diesem Kommentar des Erzählers wird eine der unzähligen Implikationen des Exils angesprochen, nämlich die Frage, ob und inwiefern das Exilland als neue Heimat wahrgenommen werden kann, beziehungsweise die ambivalente Haltung, die in Goethes Iphigenie in einem überaus dichten Wechsel von Frage und Antwort, auch hier übrigens wieder durch einen Chiasmus, auf den Punkt gebracht wird. Kann uns zum Vaterland die Fremde werden? Und dir ist fremd das Vaterland geworden. Ich komme zum zweiten Teil, dem Erwählten. All diese Themen kehren variiert 7 Jahre später im Mittelalterroman der Erwählte wieder. In der Zwischenzeit hat sich die Welt mit der Niederlage Hitler-Deutschlands
epochal verändert, doch hat die Exilproblematik nicht an Brisanz verloren. Entstanden von 1948 bis 1950 im amerikanischen Exil, entwirft der Erwählte vor dem Hintergrund der deutschen Katastrophe, die Europa deutsch gemacht hatte, anstatt Deutschland europäisch, die Utopie, wir haben es ja auch soeben gehört, eines übernationalen europäischen Sprach- und Kulturraums jenseits aller nationalen Grenzen. Wie bereits im Gesetz geht es auch hier um das große Thema des Neuanfangs, um die Frage, ob und wie aus Schuld, größter Unordnung und höchstem Chaos eine neue Ordnung entstehen kann. Gleichzeitig und vor allem aber behandelt der Erwählte am Beispiel des Romanhelden Grigors Gregorius und seiner Eltern Willigis und Sibylla die Problematik einer radikalen, existenziellen Ortlosigkeit und Obdachlosigkeit. Erster Punkt: Polyphonie und Fluidität von Raum und Zeit. Was mich anzieht, ist ein internationales deutsch-französisch-englisches Mittelalter, schreibt Thomas Mann während der Vorarbeiten zum Roman. Diese Vor- oder Internationalität manifestiert sich auf der sprachlichen Ebene als polyphones Zugleich verschiedener Sprachen und Register, als ein Switchen zwischen Gegenwartsdeutsch, Mittelhochdeutsch, Plattdeutsch, Altfranzösisch, Angelsächsisch und Latein, zwischen Anglizismen und Amerikanismen und verschiedensten Sprachregistern, zum Beispiel Sprache der Fischer, wir haben es ja soeben gehört, höfische Sprache, religiöses Register, erotisches Register. Dieses, Zitat von Thomas Mann, Schweben der Sprache im Übernationalen, in dem für den Autor übrigens der Erzgenuss an diesem Buch liegt, wird allerdings im Nachkriegsdeutschland wenig geschätzt und bringt Thomas Mann den Vorwurf der Sprachverhunzung ein. Ein Argument, das auch ihn beklemmend an die unmittelbare Vergangenheit erinnert. Es sind lauter Nazis, die dank der Gunst, der Ungunst der Zeiten wieder von sich hören lassen dürfen. Schließlich werfen sie mir noch Verhunzung der deutschen Sprache vor, was nun wirklich der Gipfel komischer Unverschämtheit ist. Die Sprache fungiert im Erwählten nicht mehr als Medium der kulturellen Identität. Hier im Erwählten wird die Frage nach der Identität auf einer viel allgemeineren, existenziellen und anthropologischen Ebene gestellt. Garant der sprachlichen Universalität ist der berühmte Geist der Erzählung, der jenseits aller Nationalsprachen seine Geschichte erzählt und dabei nicht weiß, in welcher Sprache er gerade schreibt und zu welcher historischen Zeit. Es ist ganz ungewiss, in welcher Sprache ich schreibe, ob Lateinisch, Französisch, Deutsch oder Angelsächsisch. Die Sprachen rinnen mir ineinander beim Schreiben und werden eins, nämlich Sprache. Die Identität des Erzählers ist bekanntlich komplex und oszilliert beständig zwischen einer spirituellen und einer materiellen Dimension. Auf der physischen Ebene nimmt er die Gestalt des irischen Mönchs Clemens an, der schreibend in der Bibliothek des Klosters St. Gallen sitzt. In Clemens Aussage, hier habe er für etwas geraumere Zeit Station gemacht, reflektiert sich übrigens ganz offensichtlich des Autors eigene erste Schweizer Exilstation. Auf der abstrakten Ebene erscheint der Erzähler als Geist der Erzählung, als höchster Ausdruck einer universalen literarischen und sprachlichen Spiritualität, ungebunden an Zeit und Raum. Der Geist der Erzählung ist ein bis zur Abstraktheit ungebundener Geist, dessen Mittel die Sprache an sich, die Sprache selbst ist, welche sich als absolut setzt und nicht viel nach Idiomen und sprachlichen Landesgöttern fragt. Über den Sprachen ist die Sprache.
Die Aufhebung des Nationalen in einer universalen Sprache, der Aufhebung des Nationalen in einer universalen Sprache korrespondiert die Konstruktion eines offenen, übernationalen europäischen Raums, in dem der Roman verortet ist und der von Belgien bis Frankreich, von den Niederlanden bis England und Irland, von der Schweiz bis zum Mittelmeer reicht. Zweiter Punkt, Hybridität. Nicht nur Sprachen und Grenzen erscheinen fluid, sondern ebenso und vor allem Religionen und Mythen. Die christliche Legende des großen Sünders verbindet sich mit Elementen aus dem Alten Testament und aus matriarchalischen Urreligionen, mit dem germanischen Mythos und der Sage des Ödipus. Aus dieser Perspektive erscheint die höchst faszinierende Figur der Sibylla als Höhepunkt kultureller und religiöser Hybridisierung. In einer Art universaler mythologischer Stratifikation fließen in ihr die Figuren Eva, Isis, Hera, Sieglinde, Jokaste und Maria, Madonna zusammen. Nicht zu vergessen die Prophetin, deren Namen sie trägt. Sibylla verfügt demnach über eine ausgesprochen synkretistische kulturelle Identität, die erneut dem experimentellen Entwurf eines hybriden Makrokosmos entspricht. Last not least ist sie aber auch eine Tochter des Zeitalters der Psychoanalyse, wenn sie aus narzisstischer Neigung zweimal Inzest begeht und im Gattensohn immer auch unbewusst bewusst den Bruder liebt, wie sie im meiner Meinung nach wunderbaren Kapitel die Audienz gesteht. Unwissentlich wissend habe sie das eigene Kind zum Manne genommen, weil es der einzig Ebenbürtige wieder gewesen. Dritter Punkt oder dritter Aspekt, Identitätstrouble und Ortlosigkeit. Die Schwierigkeit mit einer eindeutigen Definition der Identität beginnt mit dem Inzest zwischen Willigis und Sibylla, durch den die Zwillingsgeschwister zu Geliebten und Eltern eines gemeinsamen Kindes werden. Auch hier also wieder eine höchst unordentliche Geburt, die es zudem unmöglich macht, das Verhältnis der drei zueinander über herkömmliche Verwandtschaftskategorien zu definieren. Der Vater ist zugleich des Kindes Oheim und die Mutter ist seine Base, also seine Tante. Dieser Identitätstrouble wird sich übrigens auch in den nächsten Generationen fortsetzen, wenn die Kinder von Sibylla und Grigors gleichzeitig ihre Enkel und seine Geschwister sind. Der Verstoß gegen das Inzest-Tabu, also die Verletzung einer Ordnung, macht es dem Kind von vornherein unmöglich, in der konstituierten Weltordnung einen Platz zu finden. Kommt es doch unstatthaft und städtenlos auf die Welt. Nicht umsonst durchzieht der Begriff Städte mit all seinen Variationen wie ein roter Faden den gesamten Roman. Für Willigis gibt es angesichts der Schwangerschaft der Schwester keine Städte mehr, weshalb er sich auf Bußfahrt zum Heiligen Grab begibt und unterwegs im Elend, das mittelhochdeutsche Wort für Ausland und Exil, sein Ende findet. Sibylla durchläuft gleich mehrere Stadien der physischen und psychischen Verbannung. Es beginnt mit ihrer heimlichen Niederkunft fern der Heimat. Auf sie folgen lange Jahre tiefster und schmerzhaftester Einsamkeit nach dem Verlust des geliebten Bruders und nach der gegen ihren Willen geschehenen Aussetzung des neugeborenen und bereits geliebten Kindes. Jahre, in denen Sibylla aus Hader zu einem als grausam empfundenen männlichen Gott durch Fasten und Kasteiungen ihren weiblichen Körper auslöscht. Nach dem zweiten begangenen Inzest verliert sie erneut ihre Stätte
und lebt fortan außerhalb ihres bisherigen Lebensbereiches in einem von ihr für soziale Randgruppen erbauten Asylum an der Landstraße, wo sie sich Obdachlosen und Kranken widmet. Keine Städte haben, ist die Schiffer des Exils und der Ortlosigkeit schlechthin. Und sie wird das aus der Übertretung von Normen geborene Kind lebenslang begleiten. Die Grenzübertretung der Eltern setzt sich bei Grigors in seinen zahlreichen Ortswechseln und Wasserfahrten fort, die jeweils einem Rollen-, Status- und Identitätswechsel entsprechen. Das Kind, das keine Stätte hat, obgleich es da ist, wird wie Moses auf dem Wasser ausgesetzt und wächst als Fundkind bei einer Fischerfamilie auf einer Insel im Ärmelkanal auf. Mit 6 Jahren wird es dort ins Kloster aufgenommen. Dabei hat Grigors bereits früh ein intuitives Bewusstsein des eigenen Außerhalbstehens, denn er fühlt sich weder der Fischerfamilie noch der Klostergemeinschaft zugehörig. Ihm war, als sei er nicht nur von den Seidenen verschieden, nach Stoff und Art, sondern passe auch zu den Mönchen und Mitskolaren im Grunde nicht, passe nicht in sein Kleid, in seinen Stand, in seines Lebensumlauf nicht, worin das Knien mit dem Sitzen über Büchern wechselte, und sei ein heimlich Fremder, so hier wie dort. Nach einem Streit mit dem Halbbruder erfährt Grigors, dass er nicht der ist, Zitat, für den zu halten, man mich gelehrt hat, und verlässt die Insel auf der Suche nach sich selbst. So wird aus dem Fundkind und pur Oblatus, also aus einem für das Kloster vorbestimmten Kind, also so wird aus dem Fundkind und pur Oblatus ein Ritter, Herzog und Ehemann seiner Mutter, dann ein Büßer, der auf dem Stein im See zu einem vormenschlichen Wesen regrediert, und schließlich ein Papst. Das existenzielle Exil von Grigors Grigorius findet jedoch mit seiner Erwählung zum Papst keineswegs ein Ende, da auch diese Rolle eine Form der extremen Einsamkeit und Isolation erfordert, wie er selbst sehr gut weiß. Kein Platz war für mich unter den Menschen. Nun werde ihm von Gott ein Platz über ihnen allen angewiesen. Dieses Über ist nicht hierarchisch zu verstehen, sondern über im Sinne von jenseits. Der Ritus der päpstlichen Einkleidung, bestehend aus 6 Gewändern, einem wuchtigen, von Stickereien starren Schleppmantel und Strümpfen, so schwer wie Stiefel, unterstreicht nicht nur seine Erhöhung, sondern hauptsächlich die damit verbundene und auf ihm lastende Isolation. Ein direkter Faden verbindet den Fels im See, auf dem Grigors 17 Jahre lang sein extremes Bußexil verbringt, mit dem Fels Petri. Beides sind symbolische Orte der Isolation und des außerhalb der menschlichen Gemeinschaft stehens. Die Zahl 17 hingegen ist die Ziffer, nach der im Roman alle entscheidenden Ereignisse organisiert sind. Und damit komme ich zum Schluss. 17 Jahre überlebt Herzog Grimald seine Frau. Mit 17 Jahren wird Sibylla schwanger. 17 Tage lang dauert die Meerfahrt des Neugeborenen im Fässlein. 17 Jahre bleibt Grigors auf der Fischerinsel. 17 Tage dauert die Meerfahrt zurück zum Festland. 17 Jahre lebt Sibylla in innerer Verbannung. 17 Jahre büßt Grigors auf dem Stein im See. Im Jahr 1950, dem Jahr der Fertigstellung des Romans, bezeichnet die Zahl 17 jedoch vor allem die Jahre, die sein Autor fern
der Heimat verbracht hat. Die eigene existenzielle Erfahrung des Exils ist nicht nur den Figuren eingeschrieben, sondern bestimmt den Rhythmus, den Pulsschlag, möchte ich fast sagen, des gesamten Romans, auch er eine Legende des Exils. Vielen Dank fürs Zuhören.